begleitet uns heute zu Tag 2 der Halloween-Season hier im Disneyland Paris. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Vlog hier aus dem Disneyland Paris und zu Tag 2 hier aus der von der Halloween-Season. Wir sind ein bisschen später in den Tag gestartet, hat ein bisschen länger gedauert, der Checkout. Da mussten wir das Auto vollpacken, wir haben ein bisschen was dabei, aber es hat alles reingepasst. Und Nina ist jetzt nicht ganz so eingequetscht hinten im Auto. Und ja, wir haben halt eigentlich gar nicht so viel geplant. Ich würde jetzt vielleicht gerne Goofy treffen, aber wenn die Schlange zu lang ist, habe ich jetzt auch keine Lust zu. Ansonsten Villains. Ich würde gerne die Parade noch mal sehen mit Showstop und ja, Brina möchte einen Dole Whip. Essen haben wir noch keine Ahnung. Wir lassen uns heute so ein bisschen treiben. Gegen 16 Uhr, also spätestens um 16 Uhr, geht es für uns dann auch schon wieder nach Hause. Oh. Hi Goofy, how are you today? You have so many candies. We are very well. Show us something. Not working this morning. Still, but you have some in your head. Can we have some later, maybe? Later? Okay. So let's have some pictures. You look all castles from every Disney park. Yeah. So, Goofy haben wir getroffen und er hat Brinas Outfit geliebt. Brina hat ja heute die Schlossjacke an. Ja. Plus den neuen Gürtel. Das und T-Shirt. Und die Schlossohren. Ja. Kann ich auch so anziehen, das Outfit, außer das T-Shirt. Das habe ich mir nicht gekauft, weil ich ja nicht so Fan von grauen T-Shirts bin. Aber wird im Frühjahr auf jeden Fall angezogen. Goofy hat es gefeiert. Ich finde es auch richtig schick. Aber ich bin Halloween-Fan und deswegen musste ich halt... Ich muss das jetzt einfach anziehen. Ich hätte ja nicht so lange warten können. Und dann ist ja Winter und da ist es zu kalt. Ja, das ist zu kalt. Deswegen bei mir ist es halt dann Frühjahr. Aber es sind halt typische Frühjahrsfarben und ich freue mich dann, das nächste Jahr im Frühling zu tragen. So, Goofy war wirklich cool und jetzt gehen wir mal gucken, was bei den Villains so abgeht. Oh. You're a catwalk model. Can I see your moves? Woo! I love it, fabulous. You've done that before. Yeah. Okay, take one shot. Made from puppies. Strike pose. Wow. Well done, darling. Helen. Join us.
Ja, wir sind jetzt hier wieder bei den Villains und die erste Show war mit Cruella, Evil Queen und Dr. Facilier und dann kamen jetzt Grisella, Anastasia und Lady Tremaine und die wechseln tatsächlich. Also jetzt läuft die Show im Prinzip 2 Stunden, alle halbe Stunde wechseln die Villains und wir warten jetzt noch auf die nächsten, weil wir gerne noch Dr. Facilier hätten und nochmal die Evil Queen, weil gestern Abend waren die Bilder einfach zu dunkel. Und dann schauen wir mal. Brina möchte auf jeden Fall zum Schloss noch ein paar Bilder machen. Dough-Rip essen und ich würde gerne noch mal die Parade mit Showstopp gucken. Ja? War das jetzt eine Frage? Ja, ob du das mitmachst? Nee, also das geht. Nee, geht nicht. Das ist verboten. Verboten, verboten. Ja, weil ich würde gerne Mickey sehen vorne. Ja. Wir müssen uns dann für die erste vorne links hinstellen. How it works. I can't talk about that here, but you gotta go to New Orleans to my emporium. Okay, talk about it later. My emporium, alright? Okay. Come down to New Orleans to get some beignets, some gumbo, and some jambalaya, alright? On the side, and we'll talk about how to work that thing, alright? But can we have a portrait with you? I'm sorry, can we have a portrait with you? Of course, yeah. Ja, wir haben ja tatsächlich alle Villains getroffen von der Show. Es ist machbar in 2 Tagen. Wir hätten es auch gestern geschafft, hätten wir 2, 3 Shows geguckt. Aber heute mussten wir tatsächlich die Plätze wechseln. Bei der ersten Show nicht, da kamen sie rum, aber bei der zweiten mussten wir dann hin und her switchen, um alle zu treffen. Aber es geht. Man muss sie halt nur irgendwie anquatschen. Bei Dr. Facilier waren wir so ein bisschen hilflos, was wir sagen sollen, aber irgendwie sind wir doch ins Gespräch gekommen. Er meinte, wir sollen, das war eigentlich ja, die beste Interaktion. Er meinte nur, dass wir das über dieses Voodoo-Thema nicht so in der Öffentlichkeit reden sollen. Das machen wir eher später privat. Und er meinte auch, dass Tiana, wenn wir sie sehen, sollen wir uns in Acht nehmen, weil ihre Beignets, die tritt sie ja, was macht sie mit den Füßen in den Beignets? Sie knetet den Teig mit den Füßen. Also passt auf, ne, wenn ihr Beignets esst von Tiana. Genau, also das war richtig witzig und ja, jetzt sitzen wir hier und möchten heute mal Mickey beim Showstopp sehen, im Phantom Manor Outfit, deswegen sitzen wir jetzt hier vorne links. Halbe Stunde dauert es noch, wir haben hier einen Platz an der Linie, sitzen jetzt hier und warten. Die Sonne scheint, obwohl gestern angesagt wurde Regen, besser kann es ja nicht laufen. Und dann, Nina, möchtest du heute auch ins Bella Notte? Von mir aus. Okay, dann gehen wir heute ins Bella Notte essen. Rita möchte nämlich Käsenudeln. Ich kann die Spaghetti auch immer essen. Daniel findet es ja gar nicht gut. Also wenn Daniel hier ist, dann können wir nicht ins Bella Notte gehen. Deswegen, nee, dann müssen wir ja immer Burritos essen. Die esse ich aber auch sehr gerne. Aber ich auch, aber ich habe nicht so oft die Woche da drauf. Ich finde, Burritos kann ich immer essen, so ja, wie Nudeln. Wir gehen mal bei uns in Kaiserslautern Burritos essen. Da, das sind die Burritos. Alles klar. Bei Benjis. Alles klar, machen wir. Ja, aber dann geht's heute ins Bella Notte. Nudeln, die Bällchen, Hackbällchen-Nudeln, kann ich auch immer essen. Und dann gucken wir mal, was wir noch machen. My dear friends,
jetzt hier in Bella Notte, natürlich zur Mittagszeit dementsprechend mega voll. Und ich esse wie immer Menü 4, Spaghetti mit Hackbällchen und Tiramisu, Knoblauchbrot und ein Getränk. Kostet normalerweise 17 Euro, aber ja, gibt ja noch Jahreskartenrabatt. Nina ist schon ein Plätzchen suchen und das lassen wir uns jetzt schmecken und dann gucken wir mal weiter. Ja, gucken wir mal weiter, ist heute das Wort in meinem Vlog. Heute ist eher so entspannt. Ja, das ist Menü 4. Es gibt einmal die Spaghetti und ein Tiramisu, Knoblauchbrot, man könnte sich aber auch einen Salat nehmen. Und eine Cola mit Rabatt, 14 Euro, ein paar zerquetschte, ohne 17 Euro. Finde ich auch vollkommen okay. Man wird wirklich pappsatt davon. Ja, It's a Small World hat leider immer noch geschlossen. Die Fassade wurde tatsächlich erneuert und sieht frisch und sehr schick aus. Ich sehe es aber gerade auch selbst nicht. Es gibt tatsächlich noch kein Datum für die Öffnung. Ich gucke mal, ob ich es von der Seite euch zeigen kann. Die Fassade. Ja, also wie gesagt, noch keine Eröffnung und ich glaube nicht mal, dass es dieses Jahr was wird. Da seht ihr es. Also die Fassade sieht schon mal sehr schön aus. Hier im Fantasyland gibt es einen weiteren Halloween-Snack und zwar diesen Mickey Mummy. Ein Waffeldough. Für 4 Euro. Und gibt auch hier noch so ein Celebration veganes Panini. Das habe ich tatsächlich auch noch nie probiert. Das wollte ich immer mal probieren. Ja, nach dem Essen ist man immer so müde. Bella Notte Nudeln. Man wird satt. Ich finde es sehr gut. Naja, ist natürlich Geschmackssache. Das Knoblauchbrot war lecker. Tiramisu war auch super. Ja, jetzt sind wir hier im Adventureland. Da, wo es den Dole Whip gibt. Den gibt es bei Café de la Brousse. So viele fragen mich immer, wo gibt es den Dole Whip? Ja, hier bei Café de la Brousse. Da ist die Brücke, die zum Adventureland führt und da hinten irgendwo ist, da ist Hakuna Matata. Wenn man hier in die Treppe runter geht, ist das Café de la Brousse. Wieder holt sich ein Dole Whip und ja, dann schlemmen wir noch ein bisschen durch die Shops und dann gehen wir auch schon fast wieder nach Hause. Also der Vlog hier wird ein bisschen kürzer sein als der von gestern. Der von gestern war ja richtig lang, aber da habe ich euch auch viel zeigen können. Heute war es eher so gemütlich, Shows, paar Charaktere auf jeden Fall. Was gegessen und ja. Wir sind ja das nächste Mal zur Christmas Season, hier zum Start der Christmas Season. Und zwar reisen wir am 11. November an und bleiben bis zum 13., also von Freitag bis Sonntag. Wir hoffen, dass wir Freitagabend nochmal in den Park können. Wissen wir aber noch nicht, ob wir es schaffen. Ansonsten halt Samstag und Sonntag für die Christmas Season. Da ist er. Lecker. Und dazwischen bin ich ja nochmal in Thailand eine Woche mit meinem Freund. Deswegen bin ich auch nicht hier an der Halloween-Season, also zur Halloween-Party dieses Jahr. Für mich geht es am 30. Oktober nämlich nach Thailand mit meinem Freund. Da freue ich mich sehr drauf. Wird es auch das ein oder andere Video geben, aber jetzt nicht jeden Tag, weil es wird so ein Strand, gemütlicher Chill-Urlaub. Aber ich zeige euch auf jeden Fall das Hotel und so weiter und ja, es gibt bestimmt den ein oder anderen Vlog. Ja, es ist schon traurig, dass immer noch so viele Leute anscheinend einfach über einen geschlossenen Zaun steigen, um da Fotos zu machen. Dass jetzt hier sogar so ein Baustellenschild hin musste. So eine Absperrung mit Cast Member Only. Naja, vielleicht verstehen die Menschen es jetzt. Ja, passend zur Halloween-Season gibt es auch in Victoria's neue Snacks oder Küchlein. Hier seht ihr sie und zwar kosten dann 3 Stück 7 Euro und 5 Stück 9 Euro. Es gibt kein Getränk passend zu Halloween. Und wir haben es jetzt leider nicht geschafft, die zu testen. Aber wir haben gehört, dass sie jetzt nichts mega Besonderes sein sollen. Aber ja, ich hätte sie trotzdem gern getestet, aber zeitlich war es leider nicht drin, weil bei Victoria's, wenn man dann nicht direkt um 14 Uhr oder schon um 13 Uhr sich hinstellt, dann wartet man tatsächlich ewig auf dem Platz, weil der Laden, also das Café, wie man es nennen kann, sehr begrenzte Plätze hat und auch nicht mehr. Früher gab es hier draußen tatsächlich noch Möglichkeiten, bei Victoria's zu essen. Mittlerweile gibt es nur noch drin die Möglichkeiten, deswegen ja, ist es platztechnisch begrenzt. Ich habe es nicht geschafft, ein komplettes Merch-Video zu filmen, deswegen gibt es jetzt noch ein bisschen Christmas-Merch. Hier gibt es so eine wirklich süße Minimaus für 30 Euro, eine Christmas-Schüssel, bevor ich sie runterfallen lasse. Für 11 Euro.
Ja, der Schneemann, den habe ich gestern schon gezeigt, den gibt es auch wieder. Kokosmakronen sind da drin. 16 Euro kostet der. Ich habe da letztes Jahr nicht reingemacht. Dient super als Deko, also ein Teelicht, eine Lichterkette. Kein Teelicht reinmachen, um Gottes Willen. Und dann gibt es hier auch die Christmas-Ohren. Die grünen sind alle komplett weg, das sind jetzt die einzigen. Es gibt noch die Santa Claus und die Pluto-Ohren, seht ihr da oben. Die leuchten auch. Dann gibt es hier diese Weihnachtstasse, die kostet 15 Euro. Die habe ich mir auch gekauft. Es gibt eine Stitch-Tasse. Und hier diese Mickey-Tasse und auch eine kleine Schneekugel. Ansonsten gibt es hier diesen Stitch-Hut, Santa-Hut für 25 Euro. Noch andere Plüschtiere, Marie, Stitch. Eine andere Mini gibt es dann noch. Und Mickey. Es gibt ein Christmas-Puzzle für, ich finde glaube ich keinen Preis, aber schätzungsweise 20 Euro. Ja, das war's erstmal. Ich laufe jetzt nicht nach hinten, ich wollte euch nun ein bisschen was zeigen, was es hier so gab. Es ist gerade auch irgendwie sehr voll. Ja, und so schnell kann ein Wochenende auch wieder vorbei sein. Ja, ich liebe die Halloween-Season generell. Es ist genau meine Season. Die Deko, die Musik ist super und es macht einfach Spaß. Obwohl ja dieses Jahr ein bisschen abgespeckteres Programm ist, muss ich sagen. Die Deko, aber auch das Programm generell. Trotzdem hatten wir sehr, sehr viel Spaß an 1,5 Tagen. Und ihr seht, wir hatten echt Glück mit dem Wetter. Gestern früh noch ein bisschen der Regen. Ansonsten hat er sich schnell verzogen. Und ich glaube, das Wetter hat sich auch gefreut, dass wir wieder ein bisschen in Paris waren. Ja, das war tatsächlich nur ein Besuch dieses Jahr zur Halloween-Season. Normalerweise besuche ich tatsächlich zum Start der Halloween-Season ja hier zu sein und dann nochmal gegen Ende der Halloween-Season oder sogar zur Halloween-Party. Ja, dieses Jahr nur einmal, weil wir ja in Orlando waren und freue mich auf jeden Fall nächstes Jahr schon mal auf die Halloween-Season. Als nächstes sind wir hier, wenn wir zur Christmas-Season. Da freue ich mich auch sehr drauf, auch einer meiner Lieblings-Season und auch direkt zum Start. Das heißt, ihr bekommt da wieder alle Eindrücke, was es hier zu erleben gibt, Shows, Charaktere, Essen, Snacks. Brina und Nina sind dann auch wieder dabei, selbe Crew. Und ihr könnt euch auf jeden Fall auf was freuen. Der nächste Termin, der ansteht, ist der Eifelpark. Den besuchen wir dann am Freitag schon. Und dann das Wochenende muss ich mir tatsächlich frei nehmen, weil ich noch einiges abzuarbeiten habe. Deswegen wird da dann kein Trip stattfinden, aber ich habe genug Content noch für euch für die nächsten Wochen. Am 30. Oktober geht es ja dann für mich nach Thailand mit meinem Freund und da wird es dann auch das ein oder andere Video geben. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Riesenhornisse. Tschüss!